Helena Blutmangel. Und Aska auch. Und ich habe nur noch, ja, ich hab noch 6 Bluttränke. Okay. Ihr habt gesagt, ihr seid verschwunden! Ihr seid abschaum, so wie alle anderen! Selene, hör auf damit! Komm her und lass uns darüber reden! Wenn sie da ist, dann gehen wir halt hier runter. Ah, da ist nichts mehr. Okay. So, da ist wahrscheinlich jetzt nochmal ein Zombie, oder? Ah, oder auch nicht. Sind hier jetzt dann keine Zombies mehr? Stimmt. Okay, speichern. Da ist sie. Isa! Tot! Selene, hör mit dem Unsinn auf und komm her! Sag's mal! Hast du es zu Ende gebracht? Ist er tot? Ja! Wie konnte das alles nur da? Er war Abschaum! Doch nun bist du ihn endgültig los! Verstehst du das? Ich konnte es niemals vergessen! Hat mir Sehen zerstört! Beruhig dich! Wir finden einen Weg! Erklär mir lieber, wieso du auf diesem Gemälde gezeichnet bist! Aska! Nein, Elaine! Ich muss es jetzt wissen! Wann ist das Gemälde entstanden? Wann hast du dafür mit ihm zusammen posiert, Selene? Und warum hast du verdammt nochmal verschwiegen, dass er dein Bruder ist? Was? Ich zerbreche mein Schwert und du stehst befreundet zu diesem verdammten Gemälde? Ja, spuck es aus! Und hör auf mit weiteren Lügen oder Halbwahrheiten. Davon habe ich genug gehört! Aska! Nein, Elaine! Wir werden das jetzt klären! Ihr habt niemals dafür passiert! Der Maler muss mehr mich beobachtet haben! Ihr habt Blarius nicht gesehen, seit er mich zum Vampir gemacht hat! Dein Bruder war derjenige, der dich zu einem Vampir gemacht hat? Auch das hast du mir verschwiegen! Wie kannst du denn verstehen, welchen Schmerz ich in mir trug? Hättest du mich jemals geklappt, wenn du das alles gewusst hättest? Hast du mich überhaupt jemals geklappt? Sag es mir! Hast du mir jemals geliebt? Was soll die dumme Frage? Jetzt komm her, wir besprechen das in meinem Schloss. Ich will diese Höhle nicht mehr sehen. Larius ist tot. Dann können wir uns zu anderen Problemen widmen. Anderen Problemen? Anderen Problemen? Wie deine verdammten Buchstück und das verfluchte Buch? Das ist doch alles, was dich interessiert! Mein Schloss wurde von einem Bruder angegriffen. Der heilige Kreuzzug wird vermutlich in Kürze folgen. Darum ja, ich brauche das Buch und die Bruchstücke, um endlich die Macht zu haben, Frieden in diese Welt zu bringen. Frieden? Naja. Ignoriere den Kerl einfach, Selene. Komm jetzt her und lass uns wieder gemeinsam nach dem Buch und den Bruchstücken suchen. Denn es fehlt jetzt zusätzlich noch ein weiteres Teil. Einer der Vampire deines Bruders muss es gestohlen haben. Und du hilfst mir jetzt sofort, den Dieb zu finden. Du egoistisches Schwein! Mir interessiert deine Bruchstücke und das Buch nicht. Mein innerer Schmerz verschlingt mich. Und du bist gut ein bisschen besser als Larius. All die Frauen und Kinder haben jahrelang gelitten. So wie ich. Die Frauen und Kinder aus dem Tempel des Blutes? Wo sind sie? Ich habe meine Meinung zu ihrer Nutzung nicht geändert. Der heilige Kreuzzug kann jederzeit einen Angriff starten. Du wirst sie niemals finden, denn ich hab sie nie in den Schloss gebracht. Stattdessen habe ich sie alle freigelassen. Was? Wie kannst du es wagen?
Du hast mich nie geliebt. Du hast mich nur benutzt. All die Jahre bin ich dir blind gefolgt. Nur um von dir ausgenutzt zu werden. Ich hatte dich gewarnt. Halt dein Maul, du Schlampe! Ihr seid Abschaum und verdient euch. Ich hoffe, ihr tötet euch bald gegenseitig. Du verdammte Verräterin! Unser gemeinsamer Weg endet jetzt hier! Du überhebliches Schwein! Du wirst mein Land nie verstehen! Aber ich werde dir zeigen, was Verlust bedeutet! Selene, kein Wort mehr, oder ich töte dich! Das fehlende Bruchstück und der Steintafel! Du hast das Bruchstück aus meinem Keller gestohlen! Sieh zu, wie dir das einzige genommen wird, das dich in deinem Leben interessiert! Ich warne dich! Mach jetzt keinen Fehler! Selene, das ist meine letzte Warnung! Geh von dem Bruchstück zurück, oder ich töte dich! Das muss jetzt enden! Selene! Nein! Was hast du getan? Das darf nicht wahr sein! Meine Steintafel! Für immer verloren! Spürst du noch endlich den Schmerz? Du verdammte Hure! Was hast du getan? Dies bin ich für die nach allem, was mir widerfahren ist! Herr Hure! Du verdammtes Schwein! Ich bringe dich um! Wenn das Herz vor Schmerz zerbricht. Und Liebe der Einsamkeit weicht. Denn alles, woran man glaubt, unerbittlich zu Staub zerfällt. Wer hat dann noch die Kraft? Sich seinem Selbst zu stellen? Mann, das sieht aus wie so Balto. Hergehört, alle in einer Reihe. Jeder erhält Einlass, aber geordnete Formation rekruten. Gebt uns Waffen, wir wollen für den Heiligen Kreuz zu kämpfen. Waffen werdet ihr bekommen. Der Rekrutierungsbereich wird gerade vorbereitet. Wir können gleich eintreten. Wird uns stoppen können. Wir werden die Menschheit in den Sieg führen.
bald deine Soldaten sie abholen können. Wo gehst du hin? Mein Plan hat wunderbar funktioniert. Die ersten von mir erschaffenen Ära-Soldaten haben mich, die Motten, zum Licht, zu einer der Ära-Artefaktmaschinen geführt. Damit kann ich die Blutgeister nutzen, um Waffen zu erschaffen, gegen die kein Vampir bestehen kann. Und so werden wir nur noch mehr Blutgeister in die Ebene des Blutes schicken. Schau dir diese schwächlichen Menschen an. Kein einziger von ihnen kann einen Kampf gegen einen Vampir gewinnen. Das Aussterben der Menschheit ist nur noch eine Frage der Zeit. Doch die Herrschaft der Vampire über diese Welt werden wir verändern. Dank der Blutgeister und der Elderas-Artefaktmaschinen werden wir diesen Krieg beenden und alle Vampire vernichten. Einschließlich meiner selbsternannten Eltern. Es wird mir eine Freude sein, in ihre leeren Augen zu starren, wenn der Rest ihrer Körper zerfetzt auf dem Boden liegt. Und schlussendlich werde ich ihre Blutgeister nutzen, um einen großen Plan zu verwirklichen. Ha, 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 die Menschheit wird siegreich sein. Wir werden die Steintafel nutzen, um uns zu dem zu machen, was wir verdient haben. Kein Vampir da sei mehr, kein Mensch sei mehr. Wir werden so viel mehr sein. Nach all den Jahren des Leids als Vampir und als Blutgeist werde ich meine Rache bekommen. Mit dieser Macht werden wir die Menschheit dann von Eras Magie sowie der Geister der Vampire befreien und damit endlich wieder Ordnung in dieser Welt schaffen. Unsere Ordnung. Dann lass uns weitermachen. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Wir treffen uns später. Jane hat recht, wie schwach ihr doch alle seid. Doch ich, eure Erlöserin, werde euch mit dem Buch die Stärke geben, die ihr braucht, um die Vampire zu vernichten. Ich spüre diese unfassbare Kraft in mir. Starke Magie durchströmt mich. Ich habe lang genug gewartet. Soll Jane doch ihre Waffen schaffen? Jetzt ist es Zeit, König Garad vorzubereiten. Lady Nyria steckt hier oben. Wir müssen sofort los und einen Angriff auf das Schloss eines Vampirs namens Askar Zeran organisieren. Ich habe unglaubliche Neuigkeiten erfahren. Sir Baltor, genau zur richtigen Zeit. Ich habe mich schon gefragt, wo ihr steckt. Lady Lyria? Was zum Teufel? Geht es euch gut? Ihr seht so anders aus. Macht euch um mich keine Sorgen. Ich fühle mich mächtiger als jemals zuvor. Seid ihr für die ganzen Leute vor dem Tor verantwortlich? Wir brauchen starke Männer und Frauen, keinen Dorfpöbel. Ich weiß, was ich zu tun habe, Sabato. Macht euch keine Gedanken. Ihr braucht meine Pläne nicht zu verstehen. Was? Wovon redet ihr? Klärt mich gefälligst auf und sprecht nicht in Rätseln. Was sollen diese Menschen hier? Kommt, begleitet mich doch in den Thronsaal. Ich wollte dafür rüber, gerade mit König Garador reden. Ihr wollt mit König Garador reden? Über euren Plan mit dem ganzen Pöbel? Kommt mit und findet es heraus. Nach euch. Ich bin sicher, ihr werdet von meinen Neuigkeiten begeistert sein. Kommt! Was zum Teufel geht hier vor? Was ist mit dir passiert? Ich muss jetzt sehr vorsichtig sein. So, welche Stimme hatte ich dir nochmal gegeben? Was denkt sich Lady Nyria nur? Was sollen die ganzen Leute hier? Die Ausbildung wird Jahre dauern, bis sie eine Chance gegen die Vampire haben. Und bis dahin werden sie uns die Haare vom Kopf fressen. Ich muss die Steuern erhöhen, wenn die Leute hier bleiben. Nein, ich muss sie jetzt stoppen. Wache, holt sofort Lady Nyria hier. Mir befehlt mein König. Spart euch den Weg, Soldat!
Ich bin hier! Lady Nyria, was soll das da draußen? Erst erzählt ihr mir von der Macht Vincent Reynards, die euer Äußeres verändert hat, und nun strömt der gesamte Pöbel in mein Schloss? Wir haben nicht genug Nahrung, um diese ganzen Leute zu versorgen. Und einen Kampf gegen die Vampire werden diese Bauern auch nicht überstehen. Also, warum holt ihr diese Menschen her, Lady Nyria? Warum? Die Zeit der Fragen sind vorbei, mein König. Jetzt zählen Taten! Die Zeit der Fragen ist vorbei, Leute. Die Zeit ist Singular. Es müsste entweder heißen, die Zeit der Fragen ist vorbei oder die Zeiten der Fragen sind vorbei. Was? Wollt ihr mich belehren? Lady Nyria, was ist in euch gefahren? Und das wäre dann noch eine weitere Frage, die ihr mir stellt. Ich müsste endlich lernen, zuzuhören. Mir gefällt euer Ton nicht, Lady Nyria. Als auch immer ihr glaubt, jetzt für eine Macht zu besitzen. Lasst mich gesagt sein, dass... Euch gesagt sein, müsste es heißen. Lasst euch gesagt sein, dass ich hier immer noch zu sagen habe und nicht dulden werde, dass irgendjemand meine Autorität anzweifelt. Autorität? Ist es das, wonach alte Männer wie ihr streben? Seht euch an, wie ihr selbstgefällig hier in diesem Thron sitzt und denkt, ihr Befehle erteilen zu können. Genug! Lady Nyria, was auch immer in euch gefahren ist, wird jetzt enden. Wachen, ergreift sie. Mit reichlich Foltern kommt sie vielleicht wieder zur Vernunft. Und wenn nicht, seht ihr das Tageslicht nie wieder, Lady Nyria. Nur aufgrund eurer Verdienste lasse ich euch wegen Majestätsbeleidigung nicht sofort zu Tode peitschen. Ha, ha, ha! Tageslicht? Was zum... Wache! Stoppt sie! Ha, was befehlt ihr, Königin? Oh Gott! Was ist das für Teufelsmagie? Spürt die Kraft, die mir verliehen wurde! Dies ist der Anfang einer neuen Zeit! Ha ha ha! Ihr edlen Würmer existiert nur, um mir zu dienen! Nein! Fürchtet euch nicht, König Garabau! Denn ab jetzt werdet auch ihr dem einzig wahren Herrscher dienen! Und nun zu euch, Sir Balto! Ihr habt lange genug am Eingang herumgestanden! Ihr seid ein elendes Monster geworden! Was ist das für eine gottlose Macht? Die Macht Vincent Reynards hat mich ergriffen. Ich werde nun die Menschheit in den Kampf gegen die Vampire führen. Das ist keine menschliche Magie. Doch ich habe schon unzählige Monstrosität getötet. Ich habe keine Angst vor euch. Für euch, Sabato, habe ich einen ganz besonderen Zauber in diesem Buch parat. Ein Zauberbuch? Was für ein Teufelzweck habt ihr da?